So, dann schauen wir uns doch mal an, was wir alles Schönes bekommen haben. Bernsteinohrringe. Plus 2 auf Rüstungsklasse und 2 zusätzliche Magierzauber des ersten Grades können sich eingeprägt werden. Das klingt doch schon mal sehr praktisch. Ziehen wir gleich an. Dann haben wir ein Rezept für Farbkreis. Den kopieren Das wir mal. steht jetzt in meinem Zauberbuch. Steht im Zauberbuch. Einmal identifizieren. Das lernen wir auch steht jetzt in meinem gleich. Zauberbuch. Und Blutbrücke, das klingt ja interessant. Mit diesem Zauber kann der Anwender einen Teil seines Lebens mit anderen teilen, wodurch er selbst geschwächt, der andere jedoch gestärkt wird. Das steht jetzt in meinem Zauberbuch. So, 3 Sprüche im Zauberbuch. Aber wir hatten noch ein paar andere Sachen, die wir lernen können, nämlich diese Runen, die wir von den Skeletten genommen haben. Probieren wir doch mal aus. Rune des Schildes. Wenn du den Zauberspruch anwendest oder kopierst, wird dir der Brustpanzer zerstört. Ja, das ist in Ordnung. Das steht jetzt in meinem Zauberbuch. Scheint soweit alles zu klappen. Sehr schön. Dann nehmen wir die anderen doch auch mal alle mit. Und danach gucken wir uns das Zauberbuch genauer an, was da jetzt alles drin steht. Wir haben hier noch größere Abwehr, schwächere Abwehr und eine Rüstungsrune. Das steht jetzt in meinem Zauberbuch. Schwache Abwehr haben wir bereits. Große Abwehr haben wir auch bereits. Kann er sie vielleicht lernen? Meinen Lehren wurde Zauberkraft gegeben. Ja, kann er. Meinen Lehren wurde Zauberkraft gegeben. Gut. Jetzt das Zauberbuch. Wo bist du? Erstmal raus hier. Und dann Zauberbuch des Magiers. Wir haben identifizieren, was recht selbsterklärend ist. Damit können wir halt magische Gegenstände identifizieren. Wir haben ein Schild und wir haben eine Rüstung. Schild. Bei seiner Anwendung entsteht eine magische Energiesphäre, die den Empfänger vor Angriffen aus allen Richtungen schützt. Sie gewährt eine Rüstungsklasse 3 gegen alle Angriffe und plus 1 für alle Rettungswürfe für 25 Sekunden pro Stufe des Anwenders. Rüstung. Dieser Zauber verleiht dem Ziel eine Rüstungsklasse von 6. Er kann mit einem Geschicklichkeitsbonus kombiniert und erhöht werden, aber mit sonst nichts. Der Zauber dauert so lange an, bis der Anwender Schadenspunkte von insgesamt mehr als 8 Punkten plus 1 pro Stufe des Anwenders angesammelt hat. Hält also nicht allzu viel aus. Die Rüstung absorbiert den Schaden nicht, sondern löst sich auf, wenn ein Schaden in dieser Höhe auf sie angewendet wird. Ach, sie löst sich erst auf, wenn über diesen Schaden verursacht wird. Das müssen wir mal ausprobieren. Das klingt ja recht interessant. Und dann haben wir noch diese Farbkugel. Lange und ausgiebig sind die Debatten über das Farbspektrum im Multiversum. Dieses Blau ist besser als Gelb. Ach, pack ein, du Esel. Weiß ist selbstverständlich die einzig wahre Farbe. Und während letztendlich wohl jeder zustimmt, dass die Großartigkeit einer Farbe vom Betrachter abhängt, verweist dieser Zauber auf die Tatsache, dass manche Farben tödlicher sind als andere. Dieser Zauber beschwört eine große magische Farbkugel, die dann vom Anwender mit einem normalen Angriffswurf plus 3 auf ein Zielobjekt geschleudert wird. Oh, das heißt, sie kann verfehlen. Das ist schon mal nicht so gut. Die Farbe der Kugel ändert sich je nach Stufe des Anwenders. Stufe 1, weiß. Schaden 1 bis 4. Verursacht 10 Sekunden lang minus 4 Angriff, minus 4 Rüstungswurf und plus 4 Rüstungsklasse. Okay, also mit jeder Stufe steigt der Schaden um 2 Punkte. Bis Stufe 6, da wird es weniger, dafür erhöht sich der Grundschaden. Hält sich in Grenzen. Dafür kann man das Ziel betäuben, bewusstlos machen, lähmen oder sogar versteinern. Aber auch erst mit Stufe 10. Und mit Stufe 12 macht er dann richtig gut Schaden. 4 bis 40 Punkte. Und Lähmung, 10 bis 40 Sekunden. Aber das wird ja wohl noch eine Weile dauern. Haben wir auch schon was aus zweitem Grad? Ja, da ist die Blutbrücke. Damit soll man ja Lebenspunkte an jemand anderen geben können.
Gucken wir mal ganz kurz. Dieser nekromantische Zauber, eine bizarre Verbindung des Herzens eines Heilers mit dem Verstand eines Händlers, verwandelt deinen Körper in einen Marktplatz, auf dem Leben und Tod gehandelt werden. Deine Lebensessenz kann anderen gegeben werden und dich das Leben kosten. Bei Anwendung kann der Magier jedes lebendige, nicht untote Zielobjekt in greifbarer Nähe auswählen und sein eigenes Leben in diesen übergehen lassen. 2 Trefferpunkte plus 1 Trefferpunkt pro Stufe des Anwenders. Ist also auch nicht allzu viel an Lebenspunkten, was da transferiert werden kann. Dritten und höheren Grad haben wir nicht. Es geht bis zum 9. Grad. Da haben wir noch viel vor uns. Jetzt gucken wir nochmal in unserem Inventar, ob wir noch irgendwas anderes Magisches haben, was wir aufschreiben könnten. Ein Kopfstein. Nein, das ist nicht wirklich magisch. Noch Leute Notizen und Questgegenstände. Moridors Rubin. Der sollte auch für Magiebegabte wichtig sein. Können wir damit jetzt was anfangen? Nein. Juwelen dieser Güte werden von Anhängern der Kunst als Bestandteil verschiedener Zauber eingesetzt. Oder geschätzt. Aber nicht direkt anwendbar. Na, okay. Kommt erstmal auf die rechte Seite. Dinge, die wir längerfristig behalten wollen. Das kommt da oben noch hin. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz unsere Charakterstatistik an. Wir sind nämlich jetzt eine Stufe 1 Zauberkundiger. Ja. Achso, weil wir die Punkte noch nicht verteilt haben. Okay, Aufstieg einer Stufe. Wir kriegen 0 Trefferpunkte, weil wir ja schon mal Stufe 2 waren als Krieger und können uns jetzt mehr Zauber einprägen. Okay. Das war's jetzt. Oh, wir wurden gleich auf Stufe 3 katapultiert. Okay. Also sind wir jetzt eine Stufe 3 Zauberer mit wie viel Lebenspunkten? 41. Oh, das ist doch gut. THC 0 von 20. Also wir werden so gut wie nichts treffen. Oh, weia. Ja, das muss Morte dann rausreißen. So, wie viel Zauber können wir jetzt aufschreiben? Gehen wir mal zurück auf den ersten Grad. 4 Zauber des ersten Grades. Einer des zweiten Grades und das war's auch schon. Na gut, nehmen wir einmal die Rüstung. Und dreimal die Farbkugel. Er kann noch wesentlich weniger sprechen. Ja, die Magiebegabten sind ein wenig benachteiligt zu Beginn. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So. Jetzt sind wir aber so weit durch und können uns endlich mal hier auf dem Lumpensammlerplatz ein wenig mehr umgucken. Schon gut. Aber wenn wir eigentlich erstmal irgendwo schlafen sollten. Komm, huschen wir nochmal kurz in die Hütte rein und schlafen da ein wenig, damit wir unsere Zauberer erst sprechen können. Alte Mebes, könnte ich mich hier ausruhen? Selbstverständlich. Du wachst auf und fühlst dich erholt. Mebes puzzelt vor der Hütte herum. Sie hält jedoch inne, als sie dich aufwachen hört. Schon wach? Du hast geschlafen wie ein Toter. Sie lächelt. Weißt du noch was von deinen Träumen? Ach, weißt du, ich hatte überhaupt keine Träume. Mebes zuckt mit den Achseln. Das ist nicht weiter schlimm. Die meisten Träume sind ziemlich scheu. Sie fliehen davon, wenn der Schlafende die Augen öffnet. Nein, aber ich habe nicht das Gefühl, als ob ich sie vergessen hätte. Ich glaube nicht, dass ich irgendetwas habe. Ich habe das Gefühl, als ob etwas nicht stimmt. Mebes denkt kurz darüber nach und zuckt dann mit den Achseln. Träume können die Menschen groß machen. Aber genauso viele haben durch sie große Enttäuschung erlebt. Vielleicht ist es besser, dass sie nicht im Kopf herumschwirren. Vielleicht. Aber ich glaube nicht. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Mebes schnaubt. Nun, Träume hin oder her. Ich bin niemand, der das Wesen eines Menschen ändern kann. Hast du genug geschlafen? Ja, ich denke schon. Ich mach mich mal lieber auf den Weg. Leb wohl. Das ist jetzt ja auch kurios, dass wir gar nicht träumen. Und im Dunkeln suchen wir jetzt
nach Ferret. Okay. Schauen wir mal. Geht's hier überhaupt hoch? Nein. Dieser Turm sieht so aus, als sei er zum Aufbewahren von Regenwasser gebaut worden. Hier können wir nirgendwo lang. Da können wir wohl eine Rampe hoch. Überall Kisten. Da geht's nicht weiter. Und irgendjemand ruft da. Ah, das ist nur ein Schläger. Das hier würde sich anbieten als Tor für ein Portal. Kommen wir da irgendwie runter? Gucken wir mal hier rum. Oh, oder das hier. Der Torbogen führt nur ein kurzes Stück in das kleine Gebäude hinein und wird dann von einer massigen Wand aus Müll versperrt. Der Abfall ist so eng gepackt worden, dass es sich ebenso gut um eine Wand aus Stein und Mörtel handeln konnte. Als du dich näherst, fängt jedoch die Begrenzung des Durchgangs zu schimmern an. Du bemerkst, dass die Handvoll Müll, die du mit dir herumträgst, ebenfalls zu schimmern anfängt. Oh, gut, dass wir immer Müll dabei haben. Wirf den Müll mal in den Torbogen. Die Wand aus Müll flackert und scheint in sich zusammenzufalten. Dabei tut sich hinter ihr eine freie Fläche auf. Im Rahmen des Eingangs scheint sich ein Durchgang oder ein Portal gebildet zu haben. Sehr schön. Da springen wir doch einfach mal Hals über Kopf rein und kommen hier schon vorne gut raus. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Okay, geht's hier weiter? Ja, da ist eine große Tür. Erledigt. Die nicht abgesperrt ist. Schöne Sache. Oh, ganz viele Lumpensammler. Ein zerlumpter Sammler mittleren Alters nähert sich dir, als du hereinkommst. Ich... Er mustert dich schnell und grinst dann spöttisch. Kenne dich nicht. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Also wahrscheinlich soll man hier nicht einfach so reinstolpern. Deswegen dieses Portal. Auch wenn Müll jetzt nicht gerade das schwierigste Schlüssel... der Schlüsselgegenstand ist. Ich bin nur zufällig hier vorbeigekommen. Nein, wir könnten ignorieren und weitergehen, ruft er bestimmt die Wachen. Oder wir sagen einfach, ich kenne dich auch nicht. Der Sammler starrt dich immer noch wütend an. Oh, seit wann ist er wütend? Ich dachte, er grinst uns spöttisch an. Na gut, wir könnten sagen, dass wir einen Mann namens Farrell suchen. Aber das scheint offensichtlich zu sein. Wir könnten nach unserem Journal fragen, was er bestimmt nicht weiß. Wir könnten ihn anmaulen, ob er ein Problem hat, oder weitergehen. Wir maulen ihn mal an. Und wenn er aufmuckt, können wir unsere neuen Zaubersprüche ausprobieren. Ja, Dussel. Mein Problem ist, dass du immer noch in meiner Gegenwart atmest. Er spuckt dir eine Ladung seines Speichels direkt vor die Füße. Sowas lassen wir nicht mit uns machen. Wir könnten jetzt aber direkt angreifen. Da bin ich geneigt zu. Da ich es nicht gerne habe, wenn Leute mich anspucken oder vor die Füße spucken. Oder wir könnten ihn vorher beleidigen. Leichen zu sammeln, bevor sie tot sind, scheint mir ein idealer Weg zu sein, Bekanntschaft mit der Dame zu machen. Der Sammler wendet sich von dir ab, aber du scheinst ihn zur Vernunft gebracht zu haben. Sei sehr wachsam, Schleifer. Die meisten hier werden zuerst mit dem Messer und dann mit dem Knochenschlüssel reden. Mit der Knochenschüssel? Was für eine Knochenschüssel? Und wenn du nicht bald weg bist, werde ich das Gleiche tun. Ja, ja. Na gut, haben wir ihn wohl einschüchtern können. Hier haben wir noch jede Menge Schläger, die uns aber hoffentlich erstmal in Ruhe lassen. Denn wir wollen hier uns in Ruhe umgucken. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar Bandagen und Ramsch. Vielleicht brauchen wir ja noch mehr Müll, um ein weiteres Portal zu öffnen. Also sollten wir immer ein wenig davon mit uns rumtragen. Auch wenn es hier anscheinend keinen Mangel daran gibt. Oh, 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 oh. Die sind jetzt aber aggressiv. Morte, Randa. Wir halten uns mal ein wenig zurück. Und sprechen unseren ersten Zauberspruch. Farbkugel auf den da und gucken, was passiert.
Was zur Hölle war das? Nicht gut. Du. Spezialfähigkeit spotten. Den da. Du ziehst dich zurück. Du ziehst dich zurück. Lederkopf. So. Du sprichst jetzt deinen Zauber, der auf jeden Fall funktioniert. Hat das jetzt 4 Schadenspunkte verursacht? Okay. Irgendwas ist da jetzt aber komisch. Zauber. Herrschaft des Zorns auf den. Und wenn wir jedes Mal so viele Zauber anwenden müssen, um weiterzukommen, dann werden wir viel zu häufig schlafen müssen. Oh, und der Namenlose hat keine Waffe in der Hand. Das geht so natürlich auch nicht. Die Axt kann er nicht mehr benutzen. Haben wir irgendwas anderes? Haben wir nicht irgendwo noch den Arm? Den Arm kann er auch nicht benutzen. Das ist jetzt übel. Also braucht unbedingt irgendeinen Dolch oder dergleichen, dass er wenigstens im Nahkampf ein wenig Schaden machen kann. Verdammt! Was für eine Dummheit. So. Du fließt jetzt hoffentlich nicht in eine neue Schlägergruppe rein. Genau. So. Aber ja, die Zauber sind noch nicht sehr wirkungsvoll. Erledigt. Dann werden wir sehr vorsichtig sein müssen. Den nehmen wir mit. Das Messer nehmen wir auch mit. Vielleicht kann er das ja tragen. Ja, kann er. Sehr schön. Münzen kommen natürlich auch mit. Da sind wir momentan ein wenig klamm. 188 Kupferstücke. Da müssen wir ein wenig aufpassen. Was haben wir hier? Dies sieht so aus, als sei ein Teil einer massiven Struktur, die vielleicht im umgebenden Müll vergraben ist. Oh, und was haben wir da? Eine Bewohnerin? Warum ist die Bewohnerin so aggressiv? Ziehen wir uns mal ein wenig zurück. Ich bin weg. Vielleicht haben wir irgendwo eine Nische, wo wir vielleicht schlafen können. Das wäre ideal. Hier so. Aber ne. Können uns nicht einfach so hinlegen. Schade. Na gut, dann speichern wir erstmal ab. LP 023.